Gerd Geismann und Thomas Bertlein, zwei Herren mit einer Mission. Um Mitternacht lief ihre Spendenwette aus. Jetzt warten sie auf das Ergebnis, das Klaus Emmerich von der Stiftung Menschen für Menschen vorlegt. Und es ist überwältigend. Gute Nachrichten. Sie haben die Wette gewonnen. Also ich muss sagen, großartig. 8.846 Euro, damit habe ich nicht gerechnet. Ich wäre froh gewesen, wenn wir die 7.000er-Marke so gerade geschafft hätten, aber 8.846 ist einfach klasse. Und das habe ich den beiden Wettkandidaten zu verdanken, das habe ich der OTV zu verdanken, das habe ich der Presse zu verdanken, dem Neuen Tag, das habe ich der einen oder anderen Bank zu verdanken, die die Konten zur Verfügung gestellt haben, ganz voran die Raiffeisen mit ihren Mitarbeitern, die noch extra gespendet haben mit insgesamt 1.000 Euro. Und das habe ich den Bürgern zu verdanken, die das mitgetragen haben und die eine ganz, ganz großartige Leistung vollbracht haben. Finde ich einfach klasse. Mit dieser Welle der Spendenbereitschaft hatte keiner gerechnet. Die Wettkandidaten freuen sich jetzt nicht nur, dass sie um ihren Putzeinsatz herumkommen, sondern auch, dass sich ihre Spontanaktion beim Besuch von Almas Böhm zu so einer großen Erfolgsstory entwickelt hat. Ich bin hochzufrieden und ich muss sagen, ich bin stolz auf die Sulzbach-Rosenberge, die dann doch sehr, sehr viel gespendet haben. Fast 9.000 Euro sind da zusammengekommen und das ist bombastisch. Also danke an alle Sulzbach-Rosenberger. Der Wetteinsatz wird überwiesen nach Äthiopien und kann vielen helfen, insbesondere natürlich auch Hilfe zur Hilfe, Entwicklungshilfe sozusagen, zum Beispiel für 6 Brunnen mit sauberem Trinkwasser. Die würden in Äthiopien 885 Menschen mit Trinkwasser versorgen. Das Geld könnte alternativ auch 295 Kindern eine Schulausbildung ermöglichen oder den Anbau von 353.840 Pflanzensetzlingen finanzieren. Alles ermöglicht durch das Geld der Oberpfälzer, die durch ihre großzügigen Spenden die wahren Wettkönige sind. Guten neuen Tag.